Guten Morgen, liebe Leute. Es ist Montag und super Wetter. Das Wetter ist wieder heil, Gott sei Dank, nachdem es die letzten Tage ja wirklich kaputt war. Jetzt haben wir wieder Sonnenschein. Es hat kräftig gefroren. Die Mädels haben schon ordentlich Wasser gefahren. Heute werden wir den Mist abfahren. Die Jungs haben ja die letzten Tage ausgemistet bei den Großgruppen. Und wir fahren heute den Mist ab. Der wird dann auf die Weiden gedüngt. Und der Sandmist, der kommt in unseren Garten und wird dort verteilt. Dann zeigen wir euch heute unsere Sattelkammer und was wir an Equipment benutzen. Das wurde angefragt. Und dann kommt noch unsere Tierärztin heute. Da haben wir eine Stute, die Kniescheibe eingehakt hat. Das müssen wir anschauen lassen. Und dann ist ja sowieso montags und donnerstags haben wir ja immer Tierarzt-Sprechstunde. Auch für die Einsteller, die können dann mit ihren Pferden kommen, wenn etwas ist. Also viel Spaß und verpasst keine Minute von The Horse Seller Icelandic Horse Dreams. Stuten bekommen jetzt einen neuen Futterballen. Steffi und Nina fahren den da rein. Die Stuten haben hier draußen so eine Raufe, wo man den Ballen reinfahren kann. Wird das Netz entfernt von den Ballen. Besonders hungrig scheinen sie nicht zu sein, die Stuten. Running around the Christmas tree. Steffi und Weidemann. Lieblingsgefährt? Weidemann? Nee. Oh, klar, Steffi und Weidemann. Im Weidemann. Der Ball mit der Zange wieder aufgenommen und in die Raufe gesetzt. Die Pferde hier, die Einsteller, haben Dauerfutter, das heißt 24/7 können die fressen hier draußen an der Raufe. Aber das werden wir in den nächsten 14 Tagen noch mal ändern. Die bekommen drinnen so Futtergitter im Stall. Das machen wir noch neu, dass wir dann auch portioniert füttern können, weil doch alle relativ dick sind tatsächlich. So, da sitzt da drin der Ballen und diese Gitter, die sind so beweglich und wenn der Ballen dann kleiner wird, dann gehen die nach innen und die Pferde können einfach immer weiter durch die Gitter fressen. Vorne ist die Salina, ein Verkaufspferd von The Horse Seller Icelandic Horse Dreams. Ganz süße kleine Stute mit Sonderfarbe. Frauen können doch Entfernung nicht abmessen. War da nicht was? Ich habe auch kein räumliches Vorstellungsvermögen. Entweder passt oder passt nicht. Genau, passt oder passt nicht. Ach, jetzt wollen sie doch gerne essen.
jetzt super. Das hier sind Einsteller Wallache. Die Mäuse. Ich hab nix. Morgens immer seine Spazierrunde, aber das soll er gar nicht, vom Hof weg. Da kommt er wieder. Jetzt habe ich ihn ordentlich geschimpft, dass er wiederkommt. Ja, so ist er fein. Prima. So, da hinten sammeln wir den Mist, der von den Paddocks kommt und von den Weiden. Also wo Sand mit drin ist, weil das nicht in die Biogasanlage darf, natürlich nicht. Und das wollen die Bauern auch nicht so gern auf dem Feld haben, weil Sand haben sie selber genug. Und das lädt mein lieber Nachbar Kort jetzt gerade auf. Der ist mit schwerem Gerät hier angerückt. Und das kommt jetzt, ist auch schon echt gut durchgerottet seit letzten Sommer. Das kommt jetzt als Anfüllung in meinen Garten. Dann ist der Boden auch gleich mega gedüngt. Haben wir ja noch den Hundezwinger und also den alten Hundezwinger und den Schweinestall abgerissen und da machen wir so eine schöne, ja, so einen schönen Sitzbereich mit Gras und Blumen und da kommt der Grill hin und ein paar Bänke und da kommt dann auch noch ein bisschen von dem Sandmist hin, damit da auch schön gedüngter Boden ist und das Gras schön eingesät und dann wachsen kann. So, das wird dann hier verteilt und der Boden wird in der Höhe angeglichen. Das machen wir heute. Und hier geht es auch weiter. Also der Kort hat alle seine Gerätschaften hier und auch seinen Sohn, das ist nämlich der Hannes, der hat jetzt schon die Tage ausgemistet und jetzt fährt er den Misthaufen ab und dann werden die Weiden gedüngt. Wir fangen an mit den Junglängsweiden außen. Damit geht es erstmal los. Dazu hat er diesen riesen Trecker. In den Kommentaren auf unser letztes Video habt ihr ja nach unserem Equipment gefragt und wie ihr hier seht, benutzen wir die Sättel der Firma Hilbar, hier zum Beispiel der Epona, das ist mein absoluter Lieblingssattel, ich lege den nachher aufs Pferd, dann könnt ihr das gleich noch mal sehen, wie der auf dem Pferd liegt, dann erzähle ich noch was dazu. So, gebisstechnisch sind wir jetzt nicht so innovativ, die wildesten Gebisse, die wir haben, sind einmal hier die Island-Kandare und ein Pelham und ansonsten haben wir einfach und doppelt gebrochene Gebisse, aber hauptsächlich einfach gebrochene Gebisse und am liebsten haben wir hier die Olivenkopfgebisse, weil die einfach so schön ruhig im Maul liegen und das ist für die Pferde sehr schön. Hier haben wir noch mal zweimal Lock-up. Das Lock-up, das schließt sich nicht ganz, das ist dann, wird so eine Stange, wenn man die Zügel annimmt. Das geht jetzt nicht weiter rum innen als so. Also das ist nochmal, aber das gibt Pferde, die mögen das mega gerne und es gibt Pferde, die mögen das überhaupt nicht und wir kommen eigentlich am besten klar mit diesen Olivenkopfgebissen. Hier haben wir nochmal eins mit einer Wassertrense mit großen Ringen. Da gibt es auch Pferde, die das sehr gerne mögen. Aber wie gesagt, also Olivenkopfgebiss einmal gebrochen ist eigentlich unser, wie ihr hier seht, unsere Standardausrüstung. Ah ja, ein Sondergebiss haben wir noch hier. Das ist ein Zungenstreckergebiss für Pferde, die Zungenprobleme haben. Das brauchen wir auch nicht so oft. Also haben wir eigentlich jetzt einen gehabt, der das brauchte. Aber ansonsten, wie gesagt, kommen wir mit unserem einfach gebrochenen Olivenkopfgebiss gut klar. Trensenmäßig, ja, ich bin ja eine Glitzer-Elli, also meine Trensen haben alle ordentlich Glitzer.
Das ist mir ganz wichtig. Ich mag eben gerne Glitzer in verschiedensten Ausführungen. Aber das ist ja nichts, was irgendwie besonders ist, sondern das ist jetzt einfach nur eine Geschmackssache. Das ändert ja nichts an der Einwirkung. So, dann haben wir hauptsächlich hannoversche Nasenriemen, wie ihr hier seht, und auch mal englische Nasenriemen. Und was anderes benutzen wir eigentlich überhaupt gar nicht. Die Vicky hat für ihre Stute noch ein Stangengebiss. Das ist dieses hier. Das benutzt die, weil die Stute so empfindlich im Maul ist und oft Verletzungen im Maul hatte, einfach so. Und jetzt mit dem Stangengebiss und dem englischen Nasenriemen geht das super. Und man kann sie wieder richtig gut reiten. Ja, dann kommen wir gleich zum Sattel, den erkläre ich gleich. Hier sind alle Sachen, die ich brauche. Die beiden Pads und Sattel und die Trense und der Randwehr ist schon geputzt. Dann werde ich ihn gleich aufsatteln und euch was zum Sattel erzählen. Als erstes lege ich ihm das Pad auf. Das ist so ein weiches Pad aus Silikon. Und das Pad ist vorne, also es ist gut gepolstert rundum. Und vorne ist es etwas erhöht, kann man sehen, hat es so dickere Pölsterchen und es macht so Luft unter den Sattel, also dass das Pferd keine Scheuerstellen bekommt. Und bei dem Pad ist immer ganz wichtig, dass es gut aufliegt, dass keine Haare verdreht sind. Das lege ich immer unter. Und als nächstes, ach so, das Pad ist von der Firma Acavallo. Genau, das ist eigentlich mein Lieblingspad. Es gibt da noch unterschiedliche, aber dieses ist echt ziemlich gut. Das sitzt richtig gut. So, und weil ich ja etwas schwerer bin, benutze ich noch dieses Lammfellpad. Das hat hier unten drunter Lammfell und echtes Lammfell. Und oben ist dann sozusagen die Haut. Und das ist hier verstärkt, damit man es gut auskammern kann. Und an den Seiten hier ist es auch noch mal verstärkt, dass es nicht ausfranst. Und das hat die Lene gemacht. Die hat hier auch noch tolle, die Gangarten ganz toll drauf gedruckt. Also Lene Zachariasen, die wohnt in der Nähe von Dalvik im Nordisland. Und die haben wir kennengelernt. Wir haben viele Sachen von ihr. Und dann habe ich sie mal darum gebeten, ein Sattelpad aus Lammfell zu machen. Und das ist dieses hier. Das habe ich auch noch in Weiß. Aber das Schwarze ist für die tägliche Benutzung. Und das lege ich auf das Silikonpad einfach zur Stoßdämpfung. Und jetzt habe ich hier meinen Hilber Epona-Sattel draufgelegt. Und ich habe das hier vorne, habe ich das ausgekammert. So, kann man da vielleicht sehen, das habe ich hier ausgekammert, damit die Muskulatur am Widerrist erhalten bleibt und nichts drückt. So, der Epona-Sattel, das ist von Hilber mein absoluter Lieblingssattel, weil er prinzipiell eine flache Sitzfläche hat, aber hinten diese Art Klappe, nenne ich das, dass die einem einen wirklich sicheren und guten Sitz gibt, aber man sitzt auch flach. Viele Tiefsitzersättel, habe ich immer das Gefühl, die gehen so von hinten nach vorne und setzen einen so ein bisschen ins Hohlkreuz. Das macht dieser Sattel nicht und der liegt wirklich gut auf. Dann hat er die Pausche, die ist so mitteldick, ist hier unten drunter verstärkt. Und obendrauf schön weich gepolstert, also sehr angenehm zu sitzen. Dann hat er die Möglichkeit für zwei Gurte, also einen hinten mit der Y-Gurtung und sozusagen den Vorgurtbereich. Und dann habe ich die Weber-Steichbügel rieben und die schönen Hilber-Steichbügel mit den Glitzersteinen. Bei mir muss ja, wie gesagt, immer alles glitzern. Und der Sattel setzt einen sehr dicht ans Pferd und er ist super bequem und weich und macht ja viel Spaß darin zu reiten und er liegt wirklich irgendwie auf allen Pferden. Also ziemlich cooler Sattel. Und ja, da mache ich jetzt mal fest. So, jetzt habe ich den Sattel hier angegurtet und man sieht, es gibt genügend Freiheit für das Pferd hier in der Schulter und im hinteren Bereich, im Nierenbereich ist auch genug Platz, wo der Sattel gut liegen kann auf dem Randwehr. Dann kommen wir jetzt zur Trense. Auch die ist von der Firma Hilbern, mit Glitzer natürlich und hannoverscher Nasenriemen. Ganz einfach und ein einfach gebrochenes Olivenkopfgebiss. Und ich mag total gerne diese Equi-Zügel. Das sind so Biotane-Zügel mit so Noppen.
Und damit reite ich am allerliebsten, weil auch wenn es regnet und die Handschuhe nass sind, hat man da einen guten Halt. So, jetzt habe ich randfertig die Trense angezogen. Hier ist es immer ganz wichtig, dass der Stirnriemen gut sitzt, dass der Nasenriemen so lang ist, dass das Backenstück ihm nicht ins Auge kommt. Also da ist gut Platz. Und dann stellt man die Trense so ein, dass sie noch locker genug ist, aber nicht schlapprig. Also dass das Gebiss wirklich gut liegt. Und der Nasenriemen muss immer 4 Finger breit oberhalb vom oberen Nüsterrand liegen, damit das Pferd gut atmen kann, weil hier tatsächlich die Atmung dann, also die Beweglichkeit der Nüster aufhört. Und wenn man weiter unten den Nasenriemen ansetzt, dann kriegt das Pferd schlecht Luft. Also das kann man hier ganz gut sehen, wenn man hier mal reinfasst. Hier ist überall noch beweglich und so kann er gut atmen. Das ist ganz wichtig. Ja, jetzt ist er fertig zu reiten. Das ist meine Stute Cyrus und Cyrus reite ich mit einer Gummistange, da sie im letzten Jahr auf sämtliche andere Gebisse immer mit Maulverletzungen reagiert hat und wir haben dann verschiedene Sachen ausprobiert, verschiedene Materialien, einfach gebrochen, doppelt gebrochen, Stange, mit Zungenfreiheit, ohne Zungenfreiheit, alles was es so gibt. Und letzten Endes kam dann raus, dass sie eine Pilzinfektion in der Mausschleimhaut hatte, sodass die Schleimhaut einfach deutlich angegriffen war. Und ja, diese Gummistange war eigentlich das Einzige, mit dem sie zufrieden und ja, ohne Verletzungen und schmerzfrei trainiert werden konnte. Und dabei sind wir geblieben, weil wir beide damit mittlerweile sehr gut sind. Und du hast jetzt einen englischen Nasenriemen und keinen hannoverschen. Warum ist das so? Die Stange hat natürlich deutlich weniger Bewegungsmöglichkeiten, liegt sehr, sehr ruhig im Pferdemaul. Und ein hannoverscher Nasenriemen würde das unten im Bereich der Gebissringe einklemmen. Und dann führt es eben wieder dazu, dass das, wozu die Stange da ist, nämlich eine ruhige Verbindung, so nicht mehr möglich ist. Und dann gibt es wieder Quetschungen und Verletzungen in der Maulstange. Mit dem englischen Nasenriemen ist das nicht, weil der weiter oben sitzt, richtig? Genau, richtig. Dann können die Ringe sich frei bewegen, sodass das Pferd dann bestmöglichen Komfort hat und damit passiert nichts. Ja, und der wird ja auch ein bisschen anders verschnallt. Kannst du das noch mal einmal zeigen, bitte? Ja, der englische Nasenriemen wird ca. 2 Finger breit unter dem Jochbein verschnallt, damit hier die empfindlichen Nervenpunkte frei liegen und nicht gestört werden. Und ähnlich wie beim hannoverschen Nasenriemen soll auch hier vorne natürlich Minimum 2 Finger Platz sein. Man sieht, ich habe den jetzt eher locker verschnallt und ja. Genau, und der liegt dann unterm Gebiss. Also da wird, anders als beim hannoverschen Nasenriemen, wird der englische erst aufgeschnallt und dann das Gebiss. Genau. Vielen Dank, Vicky. Der Garten ist jetzt soweit angefüllt. Und jetzt kommt noch was auf den Paddock von den Mutterschuten von letzten Sommer. Da ist nämlich ganz schön was löchrig. Und er hat jetzt noch 3 oder 4 Fuhren. Und die werden jetzt noch, ja, da kann man nicht so gut sehen, hinter den Büschen auf das Stück gebracht, damit wir da auch wieder neu einsehen können. Genau, und hier wird dann auch Gras gesät. Und wenn das schön geworden ist, und dann ist alles, ja, wie neu. Sieht super aus. Aber ja, das wird die nächsten Tage leider so sein, weil wir ja auch immer noch Dünger fahren, dann sieht es eben so aus, wie es aussieht. Hier habe ich ja erzählt, haben wir Schweine- und Hundegehege abgerissen. Und hier unter den Eichen, hier kommt auch noch von der Erde was hin. Und dann werden wir hier einsehen und da Blumentöpfe draufstellen und Blumenpflanzen. Und dann kommen hier Bänke hin und ein Grill. Und das wird ein schöner Sitzplatz für unsere Mieter und Reiter. Und wer immer Lust hat, dort gemütlich zu sitzen. Ist er? Der Sandmistberg und ist auch schon, der Bagger ist auch fast weg. Alles wieder sauber. Er sagt, er hat noch 3-4 Wagen hier. Ich weiß nicht, wo die herholen will, aber wird er schon irgendwie machen. Vielleicht findet er ja noch Öl. Die Pferde haben heute ordentlich was zu gucken. Mit den großen Treckern. Aber das schockt mich nicht sonderlich. Wir sind da ganz entspannt. Also wenn Sie jetzt was kennen, sind das große Fahrzeuge. Jetzt gehe ich mit meinem Rantler ausreiten. Und der ist total cool. Hier wird nämlich nebenan wild gebaggert. Das stört den überhaupt nicht. Total cooles Pferd. So wünscht man sich das, wenn man ausreiten geht und alles ist
smooth und easy. So, hier wird weiterhin der Mist abgefahren, der Misthaufen, den haben wir ordentlich voll gemacht, damit wir jetzt ganz viel zum Düngen haben. Und auch hier kann ich einfach durchreiten. Den Randwehr schockt das überhaupt nicht. Hier ist die Sabine. Hallo Sabinchen. Hallo. Dein Pferd wird auch abgehärtet heute, ne? Was meinst du? Dein Pferd wird heute auch abgehärtet. Ja. Ja. Ja, aber die sind so cool. Echt mega. Super coole Pferde. Hier sind unsere Einstellerwallache auf ihrem Gartenpaddock. So, jetzt gehen wir schön ins Gelände, der Randwehr und ich, bei dem super tollen Wetter. Da habe ich Glück, der hat nämlich heute sowieso Gelände. Und unsere Tierärztin ist schon da, da muss ich mich ein bisschen beeilen. Die Brettler, die hatte ja die Kniescheibe raus oder war fixiert. Und Gott sei Dank ist er jetzt heute Nachmittag schon wieder drin. Aber die hat jetzt erstmal Boxenruhe und bekommt aber... Also nicht Boxenruhe explizit, aber es steht einzeln mal und wird dann kontrolliert, bewegt und bekommt noch Entzündungshemmer und dann wird es hoffentlich schnell wieder. Ja, super, danke. Brettler bekommt jetzt Metacam. Das ist ein Entzündungshemmer und ein Schmerzmittel, damit es ihr angenehmer wird. Hier ist sie ein bisschen in Einzelhaft jetzt, die Arme. Aber dann hat sie erstmal Ruhe und dann wird sie geführt und soll über Stangen gehen. Metacam für 400 Kilo aufgezogen. Da ist so eine Spritze in meiner Packung bei, total praktisch. Und dann kriegt sie das ins Maul. Dann haben wir ausgemistet und jetzt sind die Boxen frisch. So sieht die Box dann nach einem Tag Benutzung aus bei so einem Hengst. Und der hat ja hier draußen seine Äppelstelle, genau. Der äppelt ja auch dann gleich hin. Und dann muss der Randwehr, das ist ja so typisch Hengst, auch erstmal ganz wichtig mit dran rumschnuppern und wahrscheinlich da auch gleich nochmal auf seinen Äppelhaufen hin äppeln. Ganz witzig, dass sie die in der gleichen Reihe haben. Der Mieste, der scheint drinnen seinen Haufen zu haben. Und Siege hat ihn vorne vor der Box. So hat jeder seinen Äppelhaufen. Ja, und da ist die schöne Box. 6x4 Meter ist die Box groß mit Paddock. Alana inspiziert auch nochmal, ob alles gut ist. Jetzt gibt es gleich Abendbrot. Und dann ist der Tag zu Ende. Das hier ist unser Trainer oder unser Trainersattelbereich. Da oben die Tribünen, wo man in die Halle gucken kann. Und hier alles schon auf Ostern getrimmt. Hier in dem Schrank haben wir Boots und also allerhand Sachen, die man so jeden Tag braucht. Und hier die ganze Reihe. Das sind unsere Anwendeplätze. Und ganz wichtig, die Karre für Mist und Haare. Hier ist unser Putzzeug drin und die Leckerchen, Mähnenspray, meine Cola, auch wichtig, die Helme und hier in diesem Schrank haben wir die Boots, Süßigkeiten und allerhand Sprays, was wir hier so am Sattelplatz brauchen. Das ist alles so hier drin in diesem Schrank. So, und jetzt ist Feierabend. Dann gehe ich mal die Lichter ausmachen. Füttert hier gleich noch in der Halle. Und dann ist hier ja auch gleich Schluss und Nachtruhe. Sandhaufen ist weg. Die Wallache stehen und fressen. Und da ist die Ines schon. Die macht gerade die Abendfütterung. Die Fohlen bekommen am Abend immer Kraftfutter hier in diese Bottiche rein. Die warten schon sehnsüchtig.
Hier stehen sie alle in einer Reihe. Das sind die Schutfohlen. So, was kriegen die denn? Fohlenfutter. Und was? Fohlenfutter und Hafer. Genau, damit sie groß und stark werden. Also das sind die Fohlen vom letzten Jahr. Die sind im Dezember abgesetzt worden. Und kriegen jetzt hier, hui, hier Futter. Das mögen sie immer gerne. Die haben natürlich immer Silage satt. Aber das ist schon das Morgen- und Abendschmankerl. Gibt es zweimal am Tag, gibt es Kraftfutter für die Fohlen. Jetzt die Hengstfohlen, das sind mehr. Die kriegen natürlich dann auch mehr Bottiche. Und die haben schon richtig Lust auf ihr Kraftfutter. Jetzt fressen sie alle. Die Stuten haben sich auch wieder beruhigt. Und wenn sie aufgefressen haben, dann schleudern sie die Bottiche quer durch den Paddock. Dein Hund frisst das Futter von deinem Pferd. Ach, das ist ja schön. Alana, hört das mal auf. Wo ist das? Das ist für Pucki, ne? Das ist für Pucki. Lecker, lecker. Hier bei den Großgruppen sind jetzt auch schon die Lichter aus und die Türen zu. Rösen und Siegerrohrs machen noch ein bisschen Fellpflege. Jetzt kommen sie mal gucken. Und hinter uns der schöne Sonnenuntergang. Also morgen ist wieder schönes Wetter. Jetzt hier sind wir beim Ehstall. Da wird auch gleich gefüttert, da wird auch schon gewartet. Die Aulwaldis, die wartet auf ihren Kumpel Sigurd. Der kommt da nämlich, der Sigurd. Und die wohnen hier zusammen, haben zwei Boxen und einen großen Paddock zusammen. Und sonst die anderen stehen hier einzeln. So, heute ein etwas technischer Tag bei The Horseseller Icelandic Horse Dreams. Wir haben den Garten aufgefüllt mit dem Sandmist. Das ist jetzt alles schön verteilt bei uns im Garten und unter den Eichen, wo wir unseren neuen gemütlichen Sitzplatz machen. Der Mist ist gestreut, also der Misthaufen ist jetzt leer und es sind jetzt drei von den Weiden bereits gestreut, also von den Außenweiden. Und jetzt können wir wieder nochmal vier Wochen Mist sammeln und dann die nächste Phase. Ja, dann war der Tierarzt da. Wir haben die Brettler mit dem Knie angeschaut und die Sjana mit ihren Ödemen am Bauch. Und da werden wir mit der Sjana am Donnerstag nochmal Ultraschall machen, um zu schauen, ob man sieht, was da los ist bei ihr. Da sind wir uns halt im Moment nicht so sicher, was das ist und müssen das nochmal kontrollieren. Und dann bin ich noch ein bisschen geritten und die Steffi ist heute Morgen etwas geritten. Ich habe euch die Sättel erklärt und unseren Sattelplatz gezeigt. Also ein voller Tag bei The Horseseller Icelandic Horse Dreams und freut euch auf die nächste Folge.